Die Rolli war zu Gast bei der WSG Swarovski Watten, in der Kantine gemeinsam mit dem Trainer Rolli Köchler. Rolli, danke, dass du Zeit genommen hast. Danke, gerne. Es dauert noch ein bisschen bis zum 24. März, dann geht es aber wieder los in der Regionalliga. Vorbereitungen laufen schon. Wie ist der erste Eindruck von der Mannschaft? Ja, der Eindruck der Mannschaft, man sieht ja nicht viel Neues dazugekommen. Wir sind ja bei altbewährtem geblieben. Alle sind Gott sei Dank frisch und verletzungsfrei in die Vorbereitung gekommen. Jetzt haben wir leider einen aktuellen Fall bekommen, einen Kreuzbandriss vom Sandro Sanwald beim letzten Spiel. Aber Anfang der Vorbereitung waren alle fit. Es ist eigentlich relativ wenig passiert, weil bei diesen gefrorenen Böden und harten Böden ab und zu einmal eine Verletzung auftritt. Aber Gott sei Dank war das die ersten 4 Wochen nicht der Fall. Und ja, wir sind mit der alten Werte im Team angetreten und sind sehr zuversichtlich für den Saisonstart und freuen uns eigentlich schon, wenn es das Wetter zulässt, dass wir dann in der Union die erste Runde bestreiten können. Jetzt hat sich der Sandro verletzt beim Testspiel gegen die U19 von Bayern bei optimalen Verhältnissen. Wie schwer ist die Verletzung vom Sandro und wie lange wird er ausfallen und wie war das Spiel gegen die Bayern überhaupt? Ja, wo fange ich an? Die Verletzung ist leider sehr schwer. Also er hat einen vorderen Kreuzbandriss und der Meniskus ist auch leicht lädiert. Das heißt im Fußball normalerweise 5 bis 6 Monate, wenn die Therapie optimal verläuft. Also wir können dann auch rechnen, dass der Sandro über die Saison drüber dann auch noch ausfällt, in die neue Saison hinein leider. Wir müssen jetzt schauen, dass wir auf der rechten Seite, weil der Sandro eigentlich immer ein Spieler war, der selten verletzt war, dass wir über jetzt auf dieser Position eine Alternative finden. Es bieten sich 2, 3 Spieler an, das müssen wir jetzt in den nächsten Spielen testen. Und dann hoffen wir, dass der Sandro auch relativ schnell wieder zurückkommt. Aber ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr haben wir ihn nicht zur Verfügung. Schauen wir ganz kurz noch auf das Testspiel gegen Bayern. Optimale Voraussetzungen und ein so tolles Erlebnis, glaube ich, auch für dich? Toll, ja, natürlich, wenn man auf der Säbener Straße dabei ist, sage ich mal. Ich meine, ich bin ja schon mal als Kind draußen gewesen, habe einmal mit meinem Vater beim Training einmal zugeschaut. Obwohl ich nicht so ein riesen Bayern-Fan bin, muss ich zugeben. Aber bis auf das Ergebnis, wo wir ja 4-0 verloren haben, war es eigentlich optimal. Der Platz war beheizt, also großer Trainingsplatz mit optimalen Bedingungen. Ich glaube, das hat sonst keiner gehabt in Tirol. Hat jeder auf Eis und Schnee trainiert. Aber wir haben einen guten Test gehabt und die jungen Burschen da draußen mit 18, 19 Jahren, wo auch 2 Österreicher draußen waren, das war, glaube ich, der Friesenbichler-Bur und wer ist da noch gewesen? Vom Schöpf Bertram. Der Sohn ist da draußen, also die haben eh beide gespielt. Da sind schon Talente im Kommen, wo man sieht, Bayern, das ist die große Welt. Da kommen schon mit 18, 19 Jahren richtig gute Talente daher. Wo sie dann hin verschwinden, so viele schaffen es dann nach oben auch nicht, aber was da für Potenzial da ist und auch mit dem Zuschauerantrag beim Training, weil nebenbei haben die Profis trainiert, das war dann schon irgendwo mit 1000, 1500 Leuten beim Training, obwohl minus 7 Grad war, da sieht man schon, wie groß eigentlich die Deutsche und vor allem auch die Welt von Bayern München ist. Ein tolles Erlebnis war die bisherige Saison von der WSG Watten in der Regionalliga, 17 Spiele ungeschlagen. Wo ist das Erfolgsgeheimnis? Erfolgsgeheimnis ist im Fußball immer die Kontinuität und ich bin jetzt das 4. Jahr da. Am Anfang als junger Trainer habe ich auch sehr viele Fehler gemacht. Das sieht man dann im Nachhinein immer besser. Am Anfang meint man immer, wenn man ein guter Fußballer war, dann kann man das so machen, aber das geht nicht. Es war ein Problem als Spielertrainer am Anfang. Ich habe nur Fußball gespielt selbst und sollen das Ganze von außen leiten und innen spielen. Also die Doppelfunktion, das war ganz, ganz schwierig. Jetzt, wo ich nicht mehr spiele und von außen das Ganze betrachte und auch mein Trainerteam mit dem Watzia, mit dem Hermann Steinlechner, auch der Auer Robert, also jetzt sind wir 3, 4 Jahre beieinander. Kröcki im Büro, also wir sind jetzt beim Arbeiten, dass wir arbeiten jeden Tag hart, sagen wir so. Und der Erfolg, sage ich mal, oder die Kontinuität, sprich, wir sind jetzt in den letzten 1,5 Jahren immer da vorne dabei. Das zeigt schon, dass im Fußball, auch wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und die Leute dann lang arbeiten können, dass dann auch ein Erfolg zustande kommt. Gerade Stichwort dein Trainerteam und das Betreuerteam von Wattens, ihr seid alle hervorragende ehemalige Fußballer. Ich glaube, wenn man die Meistertitel von euch alle zusammenzählt, kommt schon einiges zusammen. Macht es ein bisschen was aus, diese fußballerische Erfahrung, dass man das dann auch in einen eigenen Erfolg mit der Mannschaft umsetzen kann? Ja, klar. Ich meine, das heißt immer, ein guter Fußballer muss ja nicht ein guter Trainer sein, aber ich glaube, außer Mourinho sind 90% oder 99% der guten Trainer auch gute Fußballer gewesen. Und ich meine, Watzi kennt sowieso jeder. Der Watzi ist so das Bindeglied zwischen mir und der Mannschaft. Der Watzi ist auch einer, der was ab und zu mal bei dem 6 gegen 2, bei der sogenannten Höhe mitspielt. Ich schaue das dann von außen an und ist so ein bisschen das Bindeglied, war auch für die Stimmung verantwortlich und der Hermann für die Torleute.
Entschuldigung, für die Talleute natürlich sowieso optimaler Fachmann, der selber Profi war. Und vor allem das Vertrauensverhältnis innerhalb der Trainer ist immer wichtig. Und das läuft bei uns zurzeit relativ gut. Wir teilen uns das auf und haben jetzt auch im Betreuerstab heuer in der Vorbereitung das erste Mal den Konditionstrainer vom HCI, also der für die Ganzkörperstabilisation und für so kurze Einheiten verantwortlich ist, ist der Marco Förster, ist ein Deutscher. Und den haben wir heuer das erste Mal dabei in der Vorbereitung. Er macht einmal die Woche oder zweimal in der Woche, unterstützt uns ein bisschen im körperlichen Bereich, weil ich meinen Fußball kenne ich mir aus, aber ein richtiger Athletiktrainer bin ich jetzt auch nicht oder gelernt, studiert habe ich das auch nicht. Und da versuchen wir immer professioneller zu werden und das sieht wirklich ganz gut aus. Also wir starten relativ gut vorbereitet in die Meisterschaft. Der größte Konkurrent wird voraussichtlich Anif sein. Die haben 5 neue Spieler, einen neuen Trainer, einen sehr guten Bekannten von dir. Michel Bauer, hast du mal schon Zeit gehabt in der Winterpause, dich mit dem Much zu treffen und ein bisschen so Schwerpunkte auszutauschen? Klar, ich meine, der Much und ich sind Freunde. Da wird für mich jetzt ein Kampf um den Titel dran nichts ändern. Auch wenn es jetzt, sagen wir, der Much schafft oder ich schaffe, einer wird dann natürlich beleidigt sein. Beleidigt nicht, aber vielleicht enttäuscht sein. Also die Freundschaft zwischen mich und mir wird sich da nicht ändern. Wir haben sogar oft telefoniert. Der Michi hat mich sogar mal um einen Rat gefragt, welchen Spieler er holen soll. Also eigentlich ist das ein Wahnsinn, dass ich ihm dann vielleicht nur den guten Tipp gebe. Weil der Meier Patrick von Altach, mit dem ich noch seinerzeit zusammengespielt habe, der ist jetzt zu Ihnen gewechselt. Und da hat er mir mal einen Tipp gefragt. Also wir sehen das eher locker, vielleicht bis zum direkten Duell gegen Anif. Da wird da vielleicht ein bisschen Anspannung da sein. Aber wie gesagt, wir können das einordnen, privat und Fußball. Oder vielleicht jetzt der Kampf um die Meisterschaft, das können wir schon unterscheiden. Wir haben uns einmal getroffen in Seekirchen, wo wir in Salzburg draußen 2 Tage jetzt waren, vor 3 Wochen, ist der Michi auf Besuch gekommen, also mit dem Schara Maxl. Wir sind da in Kontakt. Der Max ist jetzt auch Trainer in Seekirchen, der Schara. Also jetzt versammeln sich da ein paar von unserer Meistermannschaft jetzt als Regionalliga-Trainer. Und das ist ganz witzig, wenn man dann immer wieder antrifft, mit dem man früher lang gespielt hat. Das denke ich mir. Also große vergangene Zeiten erinnert mit sehr vielen Erfolgen. Erfolgreich scheint der Weg der Wattener zu sein, dieser Wattener Weg. Man hat ein Durchschnittsalter von 22,8 Jahren. Für einen Titelfavoriten eigentlich eine doch eher junge Mannschaft. Warum dieser Weg eingeschlagen und wie wird er in Zukunft ausschauen? Warum? Also wir haben den Wattener Weg nicht neu erfunden. Also fast jeder Verein fängt jetzt mit jungen Spielern an zu arbeiten. Die Spieler sind sehr gut ausgebildet. Also wir haben heuer wieder 4 vom Wacker Innsbruck bekommen, die oben den Weg dann, oder wo Wacker Innsbruck gesagt hat, okay, für ganz oben sind sie nicht so geeignet. Gia Kadoplic, Obernostra, wen habe ich da jetzt vergessen, Zangerl zum Beispiel, Simon. Also diese Spieler habe ich auch gekannt, weil Wattens auch mal beim Frühtraining kooperiert oder zusammengearbeitet hat mit Innsbruck und da haben wir, oder habe ich die Spieler sehr gut gekannt und ein halbes Jahr gesehen. Und für mich waren das schon Spieler mit Potenzial, die sind alle gut ausgebildet von der Akademie. Sie wollen alle, sind hungrig und vor allem jung. Und die haben wir geholt und mit unseren Jungen und ein paar Alten eingewechselt, so wie der Weißenbrunner Martin, Hürtnog Alex oder der Ella Thomas, die, sage ich mal, an die 30 jetzt, die einzigen Spieler, die an die 30 gehen, haben wir eine sehr kompakte, gute Mannschaft und vor allem eine junge Mannschaft. Und das, glaube ich, ist der neue Weg, nicht nur der Wattener Weg, aber wir in Wattens wollen natürlich jetzt diesen Weg weitergehen. Und deshalb haben wir zum Beispiel an Anne Bammer nichts geholt. Auf alle Fälle der Bammer, ein Superspieler, der hätte uns schon weitergeholfen. Wir wollten unseren jungen Spielern den Weg nicht verbauen und da vielleicht einen Ex-Profi vorsetzen. Also der Wattener Weg ist dann schon der Weg, den wir beschreiten wollen und auf diesem Weg bleiben wir jetzt auch. Schauen wir ganz kurz auf die anderen Tiroler Mannschaften, der FC Kufstein und der FC Wacker Innsbruck 2, vermutlich im vorderen Mittelfeld angesiedelt. Hinten schaut es ein bisschen dramatisch aus mit dem SV Hall und Union. Glaubst du, die 2 Mannschaften kratzen nur die Kurven und bleiben in der Regionalliga? Also Hall brauche ich kein großer Prophet sein, die werden es nicht mehr schaffen. Man sieht es ja jetzt, sie haben ja in Hoblamen abgegeben und Sever und einige andere Spieler. Also die werden jetzt mit jungen Spielern versuchen, schon wieder Richtung Tiroler Liga zu schauen. Da sieht man den großen Unterschied zwischen Tiroler Liga und Regionalliga. Hall hat ja ein Jahr zuvor, glaube ich, mit 30 Punkten Vorsprung oder weiß nicht, so ähnlich den Tiroler Titel geholt. Und dann haben sie Riesenprobleme gehabt weiter oben. Also da sieht man auch den großen Sprung von der Tiroler zur Westliga. Also Hall wird es nicht mehr schaffen. Die Union ist ja unser erster Gegner, also die haben sich gut verstärkt. Auch wenn viele über den Armin Hobel schimpfen, aber auf dem kleinen Platz wird er einige Tore erzielen. Da muss er nicht mehr so viel laufen. Da wird er nur seinen Körper und seine Routine vor dem Tor, glaube ich, ausspielen können.
Wird für uns ein schwerer Gegner und ich glaube, wenn sie am Anfang einige Punkte machen, außer gegen uns hoffe ich natürlich, dann könnte es die Union auf alle Fälle noch schaffen, da bin ich überzeugt. Jetzt ist ja dieser Titel in der Regionalliga eigentlich nur 50% wert, weil es gibt ja ein Relegationsspiel. Wir wissen alle aus der letzten Saison, ein spannendes Duell gegen Blau-Weiß, Elfmeterschießen leider nachher verloren. Wie sehr ärgert die als erfahrener Spieler und als Trainer so ein System, ein Auswahlsystem, dass man zuerst eine Meisterschaft spielt und dann konzentriert sich alles auf zwei Spiele? Sehr ärgert mich das. Und wir diskutieren öfter, da streitet mich in Hohen oder andere Mannschaften oder andere Trainer, die in Regionalliga-Mannschaften vertreten sind. Es ist einfach nur in Österreich so, dass der Meister nicht direkt aufsteigt. Es war, glaube ich, zu meiner ersten Saison, ja, da ist Dornborn nur Erster geworden und wir Zweiter. Da war, glaube ich, die einzige Saison mit Direktaufstieg. Dann hat man wieder das Steinzeitsystem, sage ich mal, eingeführt. Ist für mich unverständlich, muss ich leider sagen. Wir sind in Europa, glaube ich, außer die Schweiz, das einzige Land, wobei sich ja Österreich immer an die großen Fußballnationen anlehnt. Also wir sind das einzige Land mit zwei Zehnerligen. Alle anderen haben 16 oder 18 Mannschaften in beiden Ligen fast. Also da schauen wir uns leider nichts von den großen Nationen ab. Aber ja, man hilft nichts. Wir müssen schauen, dass wir Erster werden. Dann kommt vielleicht ein Duell mit Streitermichi, mit SV Hohn. Ist ja wieder sehr brisant. Und dann ja, hoffen wir vielleicht, dass wir diesmal vielleicht auch im Elfmeterschießen mal der Glücklichere sind. Wir waren ja letztes schon zwei Elfmeter eigentlich aufgestiegen. Die ersten zwei, oder die ersten vier haben wir reingehauen. Dann wären da zwei Elfmeter gewesen. Eigentlich waren wir mit einem Bein schon drinnen. Aber wie gesagt, das hilft nichts. Wir versuchen es wieder. Und wenn es heuer nicht funktioniert, nächstes Jahr wieder. Also da haben wir einen langen Atem. Schauen wir abschließend auf ein ganz anderes Bild der WSG Swarovski-Watten. Sie sind Partner vom SOS Kinderdorf. Und zwar nicht nur, dass SOS Kinderdorf auf die Dressennummer ist. Die Mannschaft hat gesammelt für den Verein. Es gehen Eintrittsgelder an das SOS Kinderdorf. Du bist Botschafter für das SOS Kinderdorf. Es gibt einen Meinungsaustausch. Wie sehr wird denn diese Kooperation, diese Partnerschaft zwischen SOS Kinderdorf und der WSG gelebt? Wird sehr gelebt. Also wir waren jetzt wieder vor Weihnachten droben. Mit Auerobi und drei, vier Spieler, da haben wir dann eine Pizza gezahlt. Also wir haben beim Rauffahren eine Pizza mitgenommen für ein Dorf, also für ein Haus, das wir sponsern. Da sind dann vier Kinder drinnen mit einer sogenannten Mutter. Und da haben wir mit denen dann gegessen und ein bisschen Weihnachtskeks und gesungen. Weihnachtskeks gegessen und Lieder gesungen. Also das war wirklich eine gelebte Partnerschaft. Wir kennen auch da oben die Leute schon persönlich. Also es ist wirklich nicht nur, dass die WSG das drauf hat und sagen sie, aha, aber machen dann sie nichts. Das ist eher nur eine Werbung nach außen, dass der Verein auch sozial was macht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Es sind immer die Verantwortlichen immer vor Ort, fast bei jedem Spiel vor Ort und sitzen immer bei uns am Tisch. Also die Kinder wollen wir jetzt einmal einladen, dann im Frühjahr wollen wir ein paar Kinder einladen, dass sie herkommen und mal schauen, wie es bei uns da herunten läuft. Also wir sind jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal dran gewesen und die anderen sind bei uns herunten. Letzte Woche war da ein Vortrag von einem Pädagogen, bezüglich Kinderprobleme und, die es auch in einem Fußballverein gibt. Also das ist wirklich eine gelebte Partnerschaft. Und ich freue mich, dass ich selber Botschafter bin und dass ich da vielleicht was beitragen kann, dass ein Ex-Profi, der vielleicht bei den Kindern noch bekannt ist, doch auch einmal da durchs Dorf spaziert und sich kümmert um Kinder, die es nicht so fein haben, als wären unsere Kinder. Also das ist schon etwas Nettes, was mich auch berührt und wo ich gern dabei bin. Dann wünschen wir einen erfolgreichen Saisonauftakt und sagen danke fürs Gespräch. Danke ebenfalls. Hat mich gefreut, danke.